Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe hier so ein Schätzelein, Leute. Und zwar ist das hier der Bell Hypoallergenic Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der war mal nicht so gut, dann ist der richtig gut geworden. Und jetzt schauen wir mal, wie der jetzt dieses Jahr ist, also ob der sich nochmal irgendwie steigern kann. 39,99 kostet der und ja, jetzt gerade seht ihr zwei Unboxings von diesem Adventskalender, denn nicht nur ich stelle ihn vor und habe ihn bestellt, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Schaut gerne für eine zweite Meinung nach diesem Video bei ihr vorbei und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Leute, was haben wir hier wohl drin? Der war also wirklich letztes Jahr, glaube ich, einer der besten fast schon. Und oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, welches der Jahre das war. Und ja, solltest du auch tun, Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Also vom Design her süß, ne? Dieses Aprikorosa ist jetzt nicht mega krass, aber es ist süß. Es ist weihnachtlich mit dieser Schneeflocke und dem Stern und so und Geschenk. Das ist schon schön gemacht. Los geht die wilde Reise hier am 1. Dezember. Oh, eine Tube haben wir hier drin. Und zwar vegan Kollagen made from Coconut, Wheat and Corn. Okay, ein Augenserum ist hier drin enthalten. Oh, das ist ja spannend. Wie viel Gramm sind 0,35 Unzen? 10. Okay, gut zu wissen. Und ja, das kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Kollagen ist ein ganz, ganz reichhaltiger Inhaltsstoff, ne? Und das ist wie so ein Lipid, wie so ein Öl und das nährt die Haut halt wirklich und legt sich halt quasi als Schutz auch so ein bisschen drauf. Das ist interessant. Der 2. Dezember und jedes Jahr aufs Neue wundere ich mich bei diesem Adventskalender, dass die Marke scheinbar auch Pflege hat. Sieht man sonst bei denen nicht unbedingt. Hier haben wir den Ultra Gloss, ein Lip Serum Volumizer. Oha, das ist wirklich sehr spektakulär. Ist übrigens wohl cruelty-free und vegan, also tierversuchsfrei und vegan. Aber so ein Hologloss in einem Adventskalender, ja, so bläulich-rosa, ne? Ich meine, ich habe heute auch Holopolo auf den Augen, aber auf den Lippen ist es ein bisschen interessant. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ist da was drin? Oh. Die verfolgen einen auch irgendwie dieses Jahr, ne? Das sind solche Haarklipse, die kannst du halt beim Schminken oder bei der Skincare verwenden, um die Haare so aus dem Gesicht zu nehmen. Ja. Hier haben wir die Nummer 4. Die fühlt sich super leicht an, aber hier ist eine Tube drin. Just Free Skin. Das ist ein Primer, glaube ich, ne? Ja, Color Balance Primer. Auch hier 10 Gramm drin enthalten. Das soll halt so Rötungen und Irritationen auch ein bisschen schon mal abdecken, ne? Wird dann wahrscheinlich so ein grüner Primer sein. Und das macht ja auch Sinn, weil das ist, also ich sag mal, die Zielgruppe von Hypoallergenic Bell oder Bell Hypoallergenic ist ja im Prinzip auch, oder sind im Prinzip die Menschen, die auch eine sehr sensible, sehr, ja, hypoallergene Haut haben, ne? Also, dass man halt quasi auch Rötung hat und so. Und dann macht das auf jeden Fall Sinn. Der 5. Dezember ist ein Tag von Nikolaus und hier kommt ein Nagellack ins Haus. Da haben wir den Longlasting Nagellack mit 5,5 Gramm. Das ist so ein Knallerot. Hier steht nicht die Farbbezeichnung drauf. Es ist, sagen wir mal, Tomaten-Ketchup-Rot. Das ist so die Farbbezeichnung, die ich ihm geben würde. Ja, auch das in einem Adventskalender durchaus sinnvoll, ne? Nikolaus, der 6. Dezember, darf gerne was Besonderes sein. Ja, also das freue ich mich immer drüber. Das ist Matt Liquid Lipstick in vegan. 8 Stunden Hals soll der geben. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine Originalgröße oder so. Muss ich mal recherchieren. Auch das ist halt so ein Klassiker, finde ich persönlich. Was in so einem Adventskalender eigentlich ein gern gesehener Gast ist, oder? Oder ein erwarteter Gast. Der 7. Dezember ist bestimmt irgendein Stift oder so. Ich habe auch so einen, ja, einen Klassiker, ein Kohlkajal ist das einfach, der Longwear Eye Pencil, der ist so herausdrehbar. Und genau, das ist einfach ein schwarzer, ganz klassisch. Den haben wir, glaube ich, auch wirklich jedes Jahr in diesem Adventskalender drin. Huch, meine Miene ist ein bisschen schon hochgekommen. Geht auch langsam wieder runter. Schön, ist halt so ein Klassiker, ne? Eine sehr leichte Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht, aber ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Mir kommt es so vor, als wäre wirklich bei dem einen oder anderen Adventskalender mit dem Adventskalender Fußball gespielt worden. Oh. Das steht ja auch in Konkurrenz mit diesen Douglas-Eigenmarken-Adventskalendern und so, ne? Nur mal so
am Rande erwähnt, was ja sonst noch so in dem Preissegment ist. Oder zum Beispiel Manhattan. Also da ist halt sowas eher so, weiß ich nicht. Also Essence hat da wenigstens 2 von reingepackt. Ist ein Concealer-Schwärmchen übrigens, ja. Also süß. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Größeres freuen. Das macht Geräusche. Oh, ist das eine Originalgröße von der Mascara? 9 Gramm. Upper and Lower Lash Precise Mascara. Schön. Das finde ich klasse. Ne? Sowas erwarte ich und wünsche ich mir auch in so einem Adventskalender. Das finde ich super. Bürstchen blende ich euch ein. Meine Erfahrung mit den Mascaras ist halt leider, dass die nicht so das Ergebnis bei mir machen, was ich mir wünsche. Das heißt, ich werde die weitergeben. Aber ich finde es super, dass die hier eine Full Size, eine Originalgröße von der Mascara reinpacken. In der Nummer 10 darf es, glaube ich, auch wieder mit dekorativer Kosmetik weitergehen. Nee, oder? Weiß ich nicht. Das ist Liquid Bronze in vegan. Ach was. Das ist ein Bronzer. 10 Gramm sind hier drin. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ho! Das finde ich ziemlich crazy. Ich meine, ne, ein Bronzer kann verschiedenen Hauttypen passen und halt auch individuell, unterschiedlich eingesetzt werden und so, ne? Nee, finde ich gut, muss ich wirklich sagen. Ist ja wahrscheinlich auch eine Originalgröße, ne? Schön. Vor allem, wenn das vielleicht sogar einer ist, der ein bisschen in die aschige Richtung geht, dann ist er sowieso super universell. Hier habe ich jetzt den 11. Dezember die erste Schnapszahl. Hä? Perfect Brow Brush Pen. Oh, okay, ein Augenbrauenprodukt. Dürfte vielleicht auch eine Originalgröße sein. Aber halt in dieser Farbe. Es ist so ein Taub. Also ich bin ehrlich, es wird mir passen. Und ich glaube, ich finde das für mich toll. Aber für alle anderen, die halt nicht meine Augenbrauenfarbe haben, ist das ja voll kacke. Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt nicht gemacht an deren Stelle. Aber gut, es ist ja so drin, ne? Manche Firmen haben das auch so geregelt, dass sie dann zum Beispiel so eine kleine Augenbrauenpalette reingepackt haben mit unterschiedlichen Farben, die man so nehmen könnte. Das ist schon mutig. Halbzeit, die Nummer 12. Enthält einen Stift und zwar einen Lip Liner, passend zu unserem Liquid Lipstick, den wir ja drin hatten, in einem wundervollen Rot. Longwear Lip Pencil ist das einmal. Hier steht nicht mehr drauf. Das ist einfach so ein herausdrehbarer, genauso wie der Kajal, den wir ja eben schon hatten, beziehungsweise Eyeliner. Ist es genau die gleiche Mine, ne? Ja, rote, also Lip Liner finde ich auch immer sehr wichtig, weil ich habe zum Beispiel so ein bisschen um meinen Mund herum, Plissé-Fältchen nennt sich das ja immer so freundlich, ne? Irgendwas macht die Geräusche. Hilfe. Und dann fließt halt im Laufe des Tages gerne der Lippenstift oder der Lipgloss oder der Liquid Lipstick in die Fältchen und das sieht ein bisschen blöd aus. Die Sonne soll am Himmel aufgehen und nicht um meinen Mund herum. Und dementsprechend ist sowas einfach wie so eine Art Schutzbarriere, weil sowas meistens einen etwas höheren Wachsanteil hat und dementsprechend dann quasi für das Produkt, was man sich auf die Lippen aufträgt, so eine Art Schutzbarriere bildet oder so eine Mauer, ne, dass es halt nicht nach außen fließt. Eine sehr, sehr leichte 13. Da ist bestimmt ein Scrunchie drin. Oder etwas, was auch viele dieses Jahr reinpacken, und zwar ein Powder Puff, die ich ja feiere. Ne? Verwende ich jedes Mal, wenn ich mich schminke. Dementsprechend ist da auch wirklich ein hoher Bedarf an meiner Stelle. Ist auf jeden Fall ein besseres Füllprodukt als dieser Mini-Concealer-Schwamm, würde ich mal so sagen. Stimmt, ich glaube, der erste Hypoallergenic Adventskalender, den ich jemals ausgepackt hatte, bestand fast ausschließlich aus Füllprodukten. Das war furchtbar. Hier habe ich jetzt den 14. Dezember eine Tube und hier haben wir Blush drin. Also man kann sich hier echt gut, also das ist halt das, was ich auch die letzten Jahre eigentlich echt mochte, ne? Dass man halt super viele unterschiedliche Produkte hier drin findet, um sie halt auch im Gesicht auftragen zu können und halt nicht irgendwie 20 verschiedene Lippenstifte. Das finde ich klasse. Auch hier sind 10 Gramm drin enthalten. Man muss halt wirklich schauen, ne? Entspricht man eben der Blush- und Bronzerfarbe hier, ne? Oder halt nicht, weil ansonsten hat man hier auf jeden Fall 2 Kläppchen, die einem nicht passen werden. Und ich finde es auch gut, dass die mal andere reinpacken. Sonst hatten die quasi ihre Puder-Blushes genommen und die fand ich nicht so nice. Hier habe ich jetzt den 15. Dezember. Auch das ist ein Klassiker. Den haben wir, glaube ich, auch... Nee, doch nicht. Das ist ein Lip Scrub. Oh, ich dachte, es wäre ein Lippenpflegestift. Das ist das vegane Lippen-Scrub Lip Peeling. Und das ist einmal dieses hier. Finde ich richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mal was Besonderes, oder? Der 16. Dezember fühlt sich an, als wäre hier noch ein Nagellack vielleicht drin. Nee, das hier ist ein Vegan-Kollagen Lash Serum und Primer. Wie cool! 7 Gramm.
Das ist wahrscheinlich dann auf Ölbasis und das machst du dir dann quasi auf deine Wimpern wie so ein Haaröl drauf halt, ne? Und das schützt vor Haarbruch und so. Sowas finde ich sehr praktisch. Das finde ich cool. Eine Woche vor Heiligabend habe ich den 17. Dezember. Ich stelle jetzt keine Vermutung mehr an. Na toll. Hätte ich gesagt, was ich gedacht hätte, dann hätte ich richtig gelegen. Die Farbe ist großartig. Longlasting, das ist auch ein Nagellack mit 5,5 Gramm. Wir haben hier die Farbe Leberwurst. Steht zwar nicht drauf, aber für mich ist es die Farbe Leberwurst. Ja, ne? Gibt Menschen, die das feiern. Ich feiere das eher nicht so. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember und auch der fühlt sich nach einem Füllprodukt an. Sehr leicht. Hier haben wir was zur Gesichtsmassage. Aus Plastik. Naja, ja, das ist so ein Gua Sha-Ding. Es ist ja kein Stein, es ist aus Plastik. Und ich weiß noch, als wir den mal in der Glossybox drin hatten, wie der zerrissen wurde. Und eine Glossybox, die hat damals, glaube ich, noch 12,50 € gekostet. Und der Adventskalender kostet 24. Gut, hier haben wir 24 Produkte drin, in der Glossybox 5 Produkte. Weiß ich nicht. Finde ich das jetzt besser als eine Nagelfeile? Ja, ich glaube schon. Weil mit sowas kannst du ja auch eine Lymphdrüsenmassage machen, mit sowas kannst du dir auch dein Serum einarbeiten, aber es fühlt sich halt bei weitem nicht so hochwertig an, ne? Meine Güte, der Adventskalender ist ganz schön wabbelig. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember und da haben wir ein Augenbrauengel drin. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch drin. Das Brow and Lash Gel Mascara Produkt ist das hier einmal mit 7 Gramm. Das ist klar, also durchsichtig. Das finde ich super. Das kann jeder verwenden, der es verwenden will. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das halt eher dezent vom Halt her. Aber Hypoallergenic Belle steht jetzt auch nicht für mal dich kunterbunt an und hab hier überall Glitzer im Gesicht, ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich den 20. Dezember. Eine Tube. Natürlich, uns fehlt ein Highlighter. Liquid Glow, der dürfte mir aber zu dunkel sein, wenn ich das hier so sehe. 10 Gramm sind hier drin enthalten und das ist dann eher so ein Roséton. Ja, ne? Das passt mir, glaube ich, nicht. Dafür bin ich, glaube ich, ein bisschen zu hell. Der 21. Dezember enthält wieder ein Kajal, aber der ist ganz, ganz dunkelbraun. Na gut. Okay, das ist dann für die eher natürlicheren Looks geeignet. Kann man sich auch komplett aufs Lid machen, zum Beispiel als Lidschattenbasis oder so ein bisschen ausschmücken, ne? Das ist schön. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, hat mich die ganze Zeit so angelacht, weil die so riesig ist. Und ich hoffe, dass wir hier eine Lidschattenpalette drin haben. Nee, das ist keine Lidschattenpalette. Das sind zwei sehr flauschige Scrunchies. In so einem Cremeton und in einem Rosaton. Yay, glaube ich. Es war ja auch mal wieder Zeit für ein Füllprodukt, ne? Schade. Überlegt mal, da hätte man so schöne Lidschattenpalette ganz toll gepolstert reinmachen können. Der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, enthält, glaube ich, wieder einen Nagellack. Das hört sich so an. Nein, ich darf es nur nicht aussprechen, ne? Das ist ein Liquid Eyeshadow. Das ist auch schlau. Die haben dieses Jahr, glaube ich, echt versucht, darauf zu verzichten, Puderprodukte reinzupacken, weil das vom Transport her immer so eine Schwierigkeit ist. Die haben hier nur Liquid-Produkte reingepackt, was logistisch gesehen voll schlau ist eigentlich, ne? Naja, in der Farbe 01 Solar Glow und das sieht wunderschön aus. Also, das hat halt wirklich diese Sparkles. Es sieht wirklich hübsch aus. Kann man nicht anders sagen. Wenn der jetzt auch noch gut auf dem Auge hält, ne? Das finde ich schön. Also eine Mascara haben wir schon, Blush Bronzer Highlighter, wir haben unseren Lidschatten, wir haben Augenbrauengel, wir haben eigentlich auch schon was für die Lippen, aber ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass wir am 24. Dezember vielleicht noch einen richtig klassischen roten Lippenstift drin haben. Oder einfach noch eine Mascara. Ja, in Waterproof, Allergy Tested und da sind 8 Gramm drin enthalten. Nicht schlecht, Herr Specht. Nö, das finde ich richtig cool, muss ich wirklich sagen. Haben wir noch eine zweite Mascara hier drin? Ich glaube, darüber freut man sich doch, oder? Ja, ich weiß, die Füllprodukte, hallo, lassen diesen Adventskalender nicht unbedingt glänzen und auch nicht hochwertig erscheinen. Aber ich finde, eigentlich haben wir hier echt einen guten Adventskalender vor uns. Vor allem, wenn einem die Farben, die hier drin enthalten sind, passen. Ne, das ist halt eben so die Voraussetzung dafür. Ansonsten ist es halt ein bisschen schwierig, also halt einer sehr, sehr blassen, blonden Person, die aber gleichzeitig auch Bock drauf hat, einen etwas dunkleren Highlighter zu verwenden. Ja, also schöne Sachen sind drin. Zweimal Full-Size-Mascara feiere ich sowieso. Also ich glaube, wir haben hier aber auch generell recht viele Originalgrößen drin. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir hier kein exorbitant krasses Preis-Leistungs-Verhältnis haben, aber ein solides. Also ich glaube, dass der Adventskalender gerade für die super
sensiblen Häutchen unter uns sehr gut geeignet sein könnte. Das ist schon ein schöner Mix aus dekorativer Kosmetik, aus ein bisschen Pflege ist ja auch mit dabei. Die Tools, ja gut, naja, ne? Ja, was denkt ihr denn darüber? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!